Einen wunderschönen guten Abend alle miteinander. Und wie gesagt, wurde gewünscht, mehr Bauch. Dann machen wir heute auch ein bisschen mehr Bauch. Legt euch bitte auf die Rücke. Wir fangen leicht an und dann wird es immer ein bisschen härter. Wir machen circa eine Minute Belastung und dann wieder so 15 Sekunden Erholung und wechseln die Übungen dann immer ein bisschen rein, dass ihr nicht alles auf einmal habt, dass sich die Muskelgruppe wieder ein bisschen erholen können. Also viel Spaß wünsche ich euch. Legt euch nach unten. So, nur die Füße, drücke die Füße schräg nach vorne in den Boden, nehmen wir die Hände in den Nacken, das linke Bein geht hoch, Kopf kommt hoch, Kinn schaut schräg nach oben zur Decke und ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Bei Bauchmuskeltraining ist gut, das könnt ihr immer ohne Aufwärmen machen, immer gleich loslegen, der Bauch ist ein Schnellerholer und Bauchtraining kann man immer machen. Also 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, 2, 1. Beinwechsel, rechtes Bein nach vorne, Zehenspitze zum Gesicht und 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lösen. Dann schnappt euch euer Kurzhandel. Nehmt die Fäuste so oder die Handeln so, dass der Ball zur Decke zeigt. Kommt nach vorne runter, nach außen. Und 16, öffnen und schließen. 15, 14, 13, noch 12, noch 11, immer weiter hochkommen, 10, 9, 8, 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, 1, bleib vorne, schieb rechts, schieb links, schieb rechts, schieb links. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurze Pause, 30 Sekunden, schön durchatmen. Und wieder nach oben kommen. Es waren nur 20, aber wir sind ja noch nicht nach oben kommen. Ziehen nach oben, ausatmen, einatmen und von immer her. Spür deine Bauchmuskeln und durchziehen. Ganz wichtig, wenn er hochkommt, ausatmen und zieh für alles. Und immer ein bisschen höher kommen. Und Hände nach vorne, rechts schieben, links schieben. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dann dehnen wir immer zwischen rein. Die Beine gehen nach links, Kopf geht nach rechts. Atme tief in die Dehnung. Geh tiefer. Also die Beine nach rechts, Fuß geht nach links. Bleib in Spannung. Nimm noch ein bisschen tiefer. Und wieder langsam raus. Dann nimm das linke Bein und das rechte Bein, nimm die Hände in den Nacken. Das rechte Bein geht zur Decke, Kopf kommt ganz hoch und jetzt schiebt der Popo zur Decke. Der Kopf einfach in den Arme hängen lassen, Popo hoch, tief. Und 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bleib oben, schieb dein Popo nach oben zu bringen, spüre die Spannung. Noch 8, noch 7, Popo bleibt hier weg. Noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, 1. Löse. Rechtes Bein, das linke Bein. Das linke Bein geht zur Brücke. Kopf hoch, Popo hoch und halte Spannung. 16, 15, 14, 13, 12, 10, halte Spannung, 9. 8, 7, wir hören im Popo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spüre den Bauch schon bitte fremd, aber auch die Aussetzung. Und Hände in den Nacken, nochmal linkes Bein und das rechte Bein. Jetzt ziehen die Knie zum Gesicht, ausatmen, einatmen. Bitte alle Mikros ausschalten. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und entspannen. Kommen wir langsam hoch. Schieb Decke nach oben zur Decke. Und wieder langsam Wirbel vor Wirbel tief. Abrollen bis zum Steiß. Und wieder hoch. Decke nach oben drücken. Und wieder tief. Dann das rechte Bein und das linke Bein. Hände wieder in den Nacken. Zieh die Beine Richtung Gesicht. Und 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt komm mit Schwung nach oben. So, jetzt nimmst du die Hände nach oben, nimm rechts und links die Hand. Die Hand nach oben nehmen, drück die Ferse in den Boden, rechter Ellenbogen tief, linke Ellenbogen tief. Geh nach hinten, vorne. Geh so weit nach hinten, bis du Bauchmuskeln spürst. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, geh tiefer, 4, 3, 2, 1. Linkes Bein hoch, rechte Schulter tief. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Linke Schulter tief, rechtes Bein hoch, 8, 7, 6, 5, 4, genieße, 3, 2, 1. Jetzt euch. Ich hoffe, es zieht so richtig schön rein. So, Hände nach vorne, Beine herziehen, Arme schieben, Beine schieben. Und 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auf die rechte Seite. So, den Beine kurz halten, hinter den Kopf. Und das linke Bein hoch. So, Arm kommt hoch, Bein kommt hoch. Von Kopf. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 7 kommt, noch 6, noch 5, noch 4, 3, 2, 1. Wir sind gut durch die letzte 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, löse durchatmen. Entspann dich kurz. Machen wir das Gleiche nochmal, nur dass jetzt beide Beine nach oben gehen. Die Hand drückt in den Boden, vorn kommt. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, löse. Dreh dich auf die andere Seite. Komm wieder in den Bogen. So, das untere Bein ankurbeln, das obere Bein strecken. Vollkommen. Und 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, kommt sie durch, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, 1, Beine hoch, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm, Schubzi, kommt. So, komm kurz nach vorne, greif die Zehenspitze, streck die Beine durch und geh mit dem Fußstuhl. Die Übung immer wieder mache hier, dehne aber der ganze Rückenstrecker und die ganze Beinmuskulatur, die tiefer. Versuche mit dem Kopf zwischen die Knie zu kommen. Und zieh die Zehenspitze ganz fest her. Dann wieder langsam löse, komm nach unten, drück die Ellenbogen in den Boden. Nimm die Füße hoch, überkreuze. Jetzt drück dich aus dem Boden raus. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, 1. Und wieder Brücke bauen, komm nach oben. Und wieder tief und nochmal die Beine voneinander und komm noch. Und zieh durch. Komm, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm nach oben und wow. Kreuz die Beine, leg rechts und links eine Kurzhandel auf die Oberschenkel. So, jetzt zieh die Beine hoch und drück mit der Hand, die nimm du einfach so nach vorne. Und jetzt drück die Knie weg. Und drück. 8, 7, 6, 5, 4, 3, drück die Knie weg, 2, 1, durchatmen, entspannen. Jetzt wechseln wir die Beine und gerade das andere oben drüber. Handeln wieder, gebe die Knie und geh nach hinten runter. Und jetzt 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ich hoffe, ihr spürt schon euren Bauch. 4, 3, 2, 1. Und ihr spürt, das ist wie Wunschkonzert hier. Wunsch ist Wunsch. Wenn ihr Bauch wollt, kriegt ihr mehr. So. Komm auf die Seite. Jetzt drückst du den rechten Ellenbogen in den Boden, nimm die linke Hand in den Nacken. Und jetzt schieb die ganze Hüfte hoch. Hoch, tief, hoch, tief. Und 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5.
5, 4, 3, 2, 1. Kurze Pause, trinken Schluck. Bleib auf die gleiche Seite. Wolle. Und nochmal linke Hand Nacken und drück die Hüfte hoch. Und komm. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halte, drück die Hüfte hoch, drück die Hüfte hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und löse. Die linke Seite, Ellenbogen auf den Boden. Füße strecken und rechte Hand in den Nacken. Drück die Hüfte hoch und komm. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und löse. Atme kurz durch. Dann machen wir das gleiche noch einmal. Und Luftholer entspannen. Muss euch gerne immer gleich umbringen, oder? So, nochmal die rechte Hand hinten rein und gucken wir mal. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, löse. Komm wieder in die Mitte zurück. Hände unter der Beine durch, greif die Schuhe und jetzt schieb den Popo ganz nach hinten, geh immer tiefer. Und nach vorne runter. Mach dich ganz rund. Geh tiefer. Hallo, lächeln. Geh noch tiefer. Und wieder ganz langsam nach oben kommen. Greif die Kurzhandeln. Handeln nach vorne, beide Beine herziehen. Und wir schieben die Handeln nach vorne und schieben ein Bein hoch. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entspannen. Jetzt kommt die tiefe Wärme. Heute Nacht soll es arschkalt werden und der heizt sich jetzt schon vor. Und kommt, und kommt sie. Und 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entspannt euch. Dann nehmt eure Hand von außen, drückt gegen die äußere Seite vom Knie, auch von außen nach innen drücken. Beine hoch und jetzt drückt die Knie zusammen so fest wie es geht, schwarze Decke und drückt so fest wie es geht. Und drücken. Und spüren. 16, 15, 14, 13, 12, 11 Stück mehr, 10, 9, 8, 7 und mehr, 6. Jetzt geht Vollgas, drück so fest wie kann. Stopp, noch 5, 4, 3, 2, 1, entspannen euch an. Jetzt machen wir das Gleiche, bloß jetzt drücken wir die Hand in die Knie nach außen. Also Handeln. Seitlich in den Oberschenkel rein und drückt nach außen. Beine holen zusammen, ihr lasst es nicht zu. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, Arme nach unten, noch eine Strecke, Arme nach hinten, noch einmal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, umstrecken. So, durchatmen. Jetzt geht mit dem Oberkörper nach vorne, nimm die Arme in den Bauch, zieh die Arme nach hinten runter. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die letzte. 16, 15, zieh so weit nach oben, bis es geht. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Löse. Kommen wir durch. Vier Füße. Legs halten nach vorne. Und unter vier Füße. So, ihr kommt durch die Ellenbogen, Beine spreizen. So, drückt die Ellenbogen Richtung Knie, Popo hoch. So, linkes, linker Ellenbogen will Richtung rechtes Knie, rechter Ellenbogen geht hoch, geht Richtung linkes Knie. Linker Ellenbogen, rechtes Knie Bildkraft, rechter Ellenbogen, linkes Knie Bildkraft. Und 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entspanne durchatmen. Dann nimm die Hand nach hinten, rechts, links, neben der Popo. Schwinge die Beine an, Oberschenkel hoch, Arme hoch, halte Spannung. Und zieh hoch, Oberschenkel hoch, Arme hoch. Ganzkörper, spür jeden Muskel, drück die Ferse zusammen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entspannen. Und nochmal hochkommen und zieh Arme hoch, zieh Oberschenkel hoch und komm. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und löse. Nimm die Hand rechts, links, Seiten. Die Arme nicht ganz strecken. Nimm die Füße im V. Arme kommen hoch, Beine kommen hoch. Die Füße sind im V. Und zieh. Und 40. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Beine hoch, Oberschenkel hoch, 30, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20, komm, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, und alle, komm, 10, 9, 8, ich höre euch, 7, komm, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und durchatmen. Das muss ich jetzt auch fühlen wie Standheizung in einem Daimler. Und nochmal, komm und zieh. Und 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, nur bis überall warm wird, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entspannen, durchatmen.
So, jetzt drückt er die Zehenspitze in den Boden, nimmt die Handeln an den Körper. Und rechter Arm, linker Arm. Einfach nach vorne schieben und kommt. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entspannung. Jetzt müsst ihr den kompletten Rücken spüren. Und nochmal, komm, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entspannen. Dreh dich auf die linke Seite, streif rechts dein Sprunggelenk, zieh die Ferse in den Popo, die linke Hand ist vorne, dreh dich auf den Bauch und jetzt zieh Oberschenkel weg vom Boden. Drückt das Becken bitte nach unten. Wichtig, euer Becken nach unten drücken. Sieh höher. Geht ins Hohlkreuz, kommt vorne hoch, zieht den Fuß weiter Richtung Gesäß. Spür, wie dein Oberschenkel weggeht. Körper höher, nimm den Oberschenkel noch höher, das muss ziehen, drück die Hüfte nach unten. Und wieder langsam löse, zieh den linken Fuß her, leicht umgelehnt, dreh dich auf den Bauch und zieh hoch. Nimm den Oberkörper ganz hoch, nimm die Oberschenkel weg vom Boden, drück die Hüfte nach unten. Spür, wie der linke Oberschenkel höher kommt, spür, wie die rechte Hüfte nach unten drückt. Nimm noch höher. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam wieder lösen. Nimm da eine Hand nach vorne, nimm die mit beiden Händen. So, Füße spreizen, Zehenspitze in den Boden drücken und jetzt gehen vorne die Ellenbogen weg, Arme gehen hoch. Und noch 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Durchatmen. Habt ihr jeden Muskel vom Gesäß bis zu der Oberschenkel, bis zum inneren Rücken, Schultern, Arme, alles mit dabei. Und nochmal. Und hoch. Und 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entspannen. Einmal noch 16. Und komm. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entspannen. Dann dreht ihr euch auf die linke Seite. Nehmt beide Hände in die rechte Hand. So, jetzt sind wir hier an der Flasche ein bisschen vorschieben, an die rechte Hüfte, der Ellenbogen, an die rechte Hüfte. Der Arm ist im Winkel, also hier 90 Grad Winkel. So, jetzt sind wir beide Beine anwinkeln,
Jetzt schiebst du den Arm hoch, Beine hoch. Arm hoch, Beine hoch. 16. Drehe, Arm hochdrehen und in die Taille drücken. Noch 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ganz aufdrehe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, löse, Beine strecken. Das gleiche Spiel jetzt mit gestreckten Beinen. Ellenbogen wieder um die Hüfte, ihr habt einen Winkel, und kommt 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wieder löse. Jetzt trainiert ihr hier die komplette Schulter, die komplette Rotatorenmanschette, seitliche Bauchmuskeln, die komplette Oberschenkel runter. So, jetzt nehmt ihr das rechte Bein nach oben, das linke Bein vom Boden weg und kommt. 16, beide Beine sind weg. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, beide Beine hoch, 2, 1, löse. Dreh dich auf die rechte Seite. Linke Hand um die Kurzhanteln, die Beine zuerst anwinkeln. Hier in die Taille rein, Beine hoch, Arm hoch. 16, 15, 14, 13, 12. Lass den Ellenbogen in der Taille. Noch 9, 8, 7, 6, 5. Ganz aufdrehen, Spürschulter. 4, 3, 2, 1. Beine strecken. Ellenbogen bleibt hier in der Taille. So, hier die Taille rein, in der Winkel, Beine hoch und Arm hoch. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, komm, noch 6, nicht aufhören, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, 1 und durchatmen. Wie geht's euch? 19.04 Uhr. Alles gut? Schafft ihr schon? Ich will, ich werde, ich kann. Weiter. Kann nur funktionieren. So, linkes Bein hoch, rechtes Bein weg vom Boden, Beine beide weg und hoch. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, zieht euch, 4, 3, 2, 1, löse drüber. So, nehmt ihr beide Ellenbogen ganz eng hinter den Kopf, nehmt die Kurzhandel mit nach hinten, drückst die rechte Ferse in den Boden, das linke Bein streckst. Und linkes Bein hoch, Arme hoch, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Linkes Bein anwinken, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arme nach vorne, nach außen drehen, nach innen drehen. Nach außen drehen, nach innen drehen. Und kommt 40 Sekunden. Aber nur drehen. Achte darauf, dass der Kopf gerade ist, der Rücken gerade. Und kommt. Schiene nach außen drehen. Bleib dabei.
Und 30. Nein. 8. Positiv ist in die Seele. Noch 6. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. 1. Und 5. 20. 9. 8. 7. Noch 6. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2, 1, richtig, 10, 9, 8, spür mal die Schulterblätter, spür alles, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, 1, Arme nach außen, wieder drehen, hoch, runter drehen, komm, Oberkörper nach vorne, Rücken gerade, nur drehen, dann kommt 40, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm, 30, 9, 8, 7, 3, noch 6, 5, 4, 3, komm, du schaffst du 2, 1, dann komm, 20, 9, 8, 7, noch 6, komm, 5, 15, 14, komm, 13, schaffe voll, 12, 11, 10, weiße, 9, 8, heute ist ein guter Tag, 7, 6, 5, 4, komm, 3, 2, 1, ein langes Paar, Hände nach hinten, Brust nach vorne, Kopf vorschieben, Daumen nach außen drehen, und jetzt drückt man die Brust so fest wie möglich nach vorne, im Kopf weiter vor, lass die Arme stehen, in den Popo weiter vor, lass die Arme stehen. In den Popo weiter vor, Arme stehen lassen. Und wieder ganz langsam rauskommen. Wer Schulterprobleme hat, lässt die Übung jetzt weg. Ihr nehmt das linke Bein und das rechte Bein. So, nimm die Arme seitlich nach außen. Winde die Arme an. Popo hoch und du drückst aus der Arme raus. Wer Schulterproblem hat, lässt es weg. Und komm, hochdrücken, tief drücken, hochdrücken. Die rechte Ferse vorne drückt volle Latte in den Boden. Und komm, aus der Arme. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt musst du alles dahinter runter spüren. Rechtes Bein, das linke Bein, gerade ausstrom. Und komm wieder. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Linke Hand nach vorne. Zieh die Fingerspitze Richtung Körper. Sie richtig fest spüren, das Körper halten. Und wechseln und zieh den ganzen Arm durch. Der Arm ist gestreckt. Und letztes Mal Hände nach hinten, beide Füße breit jetzt und drückt die Becken hoch und aus der Arme tief hoch. Becken hochdrücken, Arme arbeiten, Becken arbeiten, Arme arbeiten. Und komm. Und 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beine spreizen, Ellenbogen kommen nach vorne und drücken die Ellenbogen in den Boden. So, ratzi fatzi, schon wieder 19.11 Uhr. Geh tiefer.
und langsam raus. Nimm zwei Fingerspitze links, zwei Fingerspitze rechts, direkt vorne auf die Matte. So, jetzt gehen wir den Oberkörper wegen nach hinten, linkes Bein, rechtes Bein hoch. Konto. 60, 9, 8, Rücken gerade, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 50, 9, 8, 7, 6, komm, du willst stark wandern, zieh durch, und 40, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 30, spür die Dame, wie die Oberschenkel straff werden, komm, weitermachen, zieh durch, und komm, und komm. Und 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, komm, 5, 4, 3, 2, 1, beide Füße hoch, halte, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt spüren wir die Oberschenkel. Herrlich. So. Greift rechtes Sprunggelenk. Zieh den Fuß unter den Popo. Sitzt drauf. Mit schiebt die Hüfte nach vorne. Finger hochschieben, schau zur Decke. Linke Zehenspitze zum Gesicht und schiebt dein Popo, dein Finger nach unten. Liebe Atmung. Wie der Begekamm zur Decke will. Ein bisschen höher, schiebst du die weiter. Und noch ein bisschen höher kommen wir noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dreh dich langsam über die Seite raus und das Bein nach vorne. Greif links, Sprunggelenk, zieh nach hinten, setz dich drauf und hoch, das rechte Bein nach vorne und schieb die Hüfte nach oben zurück. Sitz auf dem linken Bein, schieb die Hüfte. Mehr Druck nach oben. Schieb die Brust nach oben. Und ganz langsam rauskommen. Beide Beine anwinkeln. Stell die Beine auf. Nimm das linke Bein zur Decke. Greif die Zehenspitze. Geh mit der Brust ganz nach vorne. Das rechte Bein in den Boden drücken, zieh links die Zehenspitze maximal her. Geh weiter vor. Und wieder ganz langsam rauskommen, andere Seite, Wade greifen. Und zieh durch und zieh die Beine her. Das linke Bein drückt in den Boden. Geh weiter vor. Und wieder langsam lösen. So, jetzt überkreuzt er die Beine. Nimm eine Kurzhantel vorne hier rein und klemm die zusammen. Auch zwischen die Beine nehmen. Und beide Hände unter die Pobacke. So, ihr habt die Hand vorne drinnen und die klemmt doch. Jetzt nehmt die Füße nach vorne, kommen Oberkörper hoch, halte Spannung. 16, 15, 14, 13, 12, 11, spür dein Bauch, 10, 9, 9, kann sein, dass ein bisschen Bauchmuskelkater gibt, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entspanne durchatmen. Je weiter ihr die Brust nach vorne drückt, umso heftiger. So, machen wir nochmal, und komm. 16, drückt die Brust, 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hinspannen, durchatmen. Spür die Glückshormone im Bauch. Herrlich. Und das letzte Mal, 16, Brustrohr, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entspannung durchatmen. So, dann kommen wir nach vorne. Ich mache nur eine Kurzhandel. So, Oberkörper geht nach vorne. So, jetzt drehe mal rechts, drehe links, drehe rechts, drehe links, nur drehe. 16, 15, 14, Rücke lang, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, nur drehe, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und komm, 16, 15, 14, 13, 12, 11, komm, die Backen voll, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm nach hinten, Beine herziehen, rechts drehen, links strecken, links drehen, rechts strecken, rechts drehen, links strecken, links drehen, rechts strecken. Und 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, herzliche Glückwünsche, 3, 2, 1. Ihr spürt Kraft und Koordination, ganz wichtig, dass wir die Motorik optimal einsetzen. Immer dran arbeiten, immer mit der Motorik arbeiten. So, nehmen wir die Handeln nochmal hoch. Jetzt nehmen wir die Handeln über Kreuz, rechts, links über Kreuz. So, jetzt geh nach hinten, schieb die Arme nach vorne und jetzt lass die Arme vorne, schieb den Körper. Die Hand vorne über Kreuz lassen, komm hoch. Und hoch, tief. Fers in den Boden drücken. 16, 15, 14, 13, komm, 12. Arbeite mit dem Bauch. 11, 10, 9. 8, 7, komm, ein bisschen noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, 1 und lösen. Ja, heute haben wir muskulär so gut geschafft. Jetzt dehnen wir noch ein bisschen. So, dann komm, einfach trink vor einen Schluck. Komm in den Vierfüßler. Nehmen wir beide Hände nach vorne, dreh die Daumen nach außen und schieb den Popo nach hinten. Das rechte Knie geht ein wenig in die Mitte. Das linke Bein strecken. Und jetzt zieh den Oberkörper ganz nach hinten. Es geht so weit nach hinten, dass die Unterarme ziehen wie die Sau. Das linke Bein ist oben. Schieb dich nach hinten. Drück die Unterarme in den Boden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rechtes Bein nach hinten, rechte Strecke und die Ellenbogen nach hinten schieben, Popo nach hinten schieben. Und spüre die Unterarme, wie sie ziehen. Halte, 16, das rechte Bein ist oben, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam vorkommen und schwinden, wenn schütteln. Jetzt geht er, bleibt er im Vierfüßler, jetzt geht er mit dem linken Bein nach außen, wie wenn ein Frosch hier nach außen nimmt. Nimm das rechte Bein lang. So, das linke Bein geht immer weiter runter. So, jetzt schiebt die rechte Pobacke hoch.
drück links den Schritt tief. Die rechte Pobacke will hoch. Jetzt gehst du mit dem Fuß immer weiter nach außen. Und jetzt gehst so weit rein, dass du richtig in der Adduktoren spürst. Pobacke rechts will hoch, links die Adduktoren wieder tief. So, geh tiefer, geh weiter raus, dann komm tiefer. Spüre das Zentimeter für Zentimeter, jetzt tiefer geht. Rechte Pobacke will zur Decke, links drückst du noch tiefer. Jetzt geh tiefer, oh, drück voll rein. Spür die Adduktoren. 7, 6, rechts hoch, links tief, noch 5, 4, 3, 2, 1. Ganz langsam wieder rauskommen. Rechtes Bein anwinkeln, wie ein Push, ganz nach außen. Linkes Bein raus, schiebst nach hinten. Hände vorne strecke und drück den Schritt nach unten, zieh die linke Pobacke hoch. Hier müsst ihr maximale Spannung in die Leiste haben. Das Knie geht immer weiter nach rechts, wie beim Rutsch. Und drück. Zieh links hoch, das rechte Bein geht weiter raus. Du kommst schon einen Schritt quasi auf den Boden. Und ja, drück. Links hoch, rechts tief. Da wird das ganze Becken durchblutet. Ihr wisst, was das heißt. Geh tiefer, komm noch ein bisschen. Und ganz langsam wieder rauskommen. Füße überkreuzen, Knie breit. Und Becken geht nach vorne. Zieh die Ferse an den Popo. Drück das Becken maximal nach vorne. Und die Beine, wenn zurückkommen, Beine weiter auseinander. Und zurückkommen und Beine weiter auseinander, Zentimeter. So der vollen Schritt ziehen. Und ein bisschen zusammenkommen, weiter die Beine auseinander. Und das letzte Mal Beine noch einen Zentimeter und kommen. Und wieder ganz langsam zurückkommen. Dann nimmt ihr den linken Arm in Höhe von der rechten Brustwarze nach vorne. Hier im Winkel. Hier Kerze gerade raus in der Höhe von eurer Brustwarze. Die rechte Hand nach oben. So, und jetzt drück. Decke in den Boden, ziehe die linke Schulter hoch. Links, hier. Die linke Hand zeigt die Uhr nach unten, vorne zeigt die Handfläche nach unten, gerade gegengleich. Jetzt zieh links hoch und drück das Becken maximal nach unten. Jetzt müssen die Schulter brennen wie verrückt. Zieh links höher, drück rechts tief. Spür mit beide Beckenkämme in den Boden drüber. Wenn der Kopf ganz nach links, rechts tief, links hoch. Wenn das jetzt nicht pupfert, machen wir es nicht richtig. Ich muss richtig ziehen. Und ganz langsam wieder raus, wechseln. Die rechte Hand geht an der linken Brustwarze entlang raus, die linke Hand geht nach vorne. Und ziehe rechts hoch, linke Hand ist vorne, rechte Hand ist links drüber in Höhe Brustwarze. Und ziehe rechts hoch, schau nach rechts. Und spüre die Schulter richtig spannend und ziehe. Da folgen wir wieder Arthrose vor, weil alles gedehnt und gelockert wird. Das ist oft fragen mir die Leute, ist das normal, wenn das Bild sich wird? Ja, das ist normal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganz langsam raus.
Jetzt drückst du die Ellenbogen in den Boden, geh voll ins Hohlkreuz, die Füße ganz zusammen und jetzt geh voll hoch. Spür den unteren Rücken. Jetzt drückst dein Becken und den Schritt nach unten. Alles, was hast, in den Boden drücken, bloß den Oberkörper so fest wie möglich nach oben drücken. Hier, fest in den Boden drücken. Und jetzt drück dich immer höher. Spür, wie die Ellenbogen richtig fest in den Boden drücken, dein Becken in den Boden drücken. Und noch ein bisschen höher. Und langsam lösen. Dann kommen wir hoch. Und mit die rechte Hand nach vorne, die linke Hand ist unten am Gesicht. Rechte Hand nach vorne, linkes Bein nach hinten. Und jetzt schieb dich mal gegengleich so fest wie es geht. Die rechte Hand will nach vorne, das linke Bein will nach hinten. Und schieb dich. Und wechsel. Linke Hand nach vorne, rechtes Bein nach hinten und schieb dich. Und wieder langsam löse. Hände nach vorne, Brust nach unten und Popo nach hinten. Schieb den Popo immer weiter nach hinten. Und wieder ganz langsam lösen. So, dann nehmen wir schon wieder Stündle rum. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr dürft das Mikro mal laut machen, ob es okay war für euch. Ich denke, war nicht so hart.